Was noch, was noch, was noch? Pop da einfach mal so eine Kiste hin, damit wir das auch im System haben. Das auch. Das, du bist schon im System. Ah, Tin. Das ewig aufgeschobene Tin. Ist nicht mehr viel, ne? 911 Platten sehe ich. Das ganze Ding kann auch abreißen. Okay, also die Wahl ist, Forschung so machen, dass ich ein Terminator werde und die Basis da am besten zerstören kann. Oder Tinplatten replizieren. Was aufwendig werden könnte. Noch bessere Replikatoren? Was brauchen die Iron Conduits? Erstmal allerdings hier, mach die großen Kisten. Das ist eine gute Frage, was brauchen die Iron Conduits? Einfach nur Zeug, das wir haben. Bau mal zwei von denen, so spaßeshalber. Und hol Magnete und die da ab, damit ich sie nicht selber herstellen muss. So. Magnete. Magnete landen alle gerade hier oben wieder. Ah, nicht so schön. Brauch mehr. Brauch mehr grüne Platten. ja, ich brauche mehr grünes Zeug. Wir müssen das jetzt umbauen. Das ist jetzt mir gerade wichtig, damit wir genug grünes Erz haben, damit wir genug grüne Platten haben, damit ich mehr bei den Replikatoren rumspielen kann. Das heißt, wir bauen jetzt hier doch noch die Schmelzanlage auf. In weiser Voraussicht. Ersetzen jetzt, brechen das erstmal alles ab. Bauen dann Drills. Und setzen die Drills anders hin. Erstmal hätte ich diese Anlage hier komplett geschrottet. Die schmeiße ich gleich nach oben. Und das hier bitte alles abbauen. So. Das auch. Alles weg. Flop, 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 flop. Also wir haben jetzt nur den Kreislauf. Es kommt das Erz auf das Fließband. Es wird von den Forschungsanlagen hier eingesammelt. Und der Überschuss wird zu Magneten verarbeitet. Damit die Magnete ebenfalls hier auf dem Fließband landen. Um auch davon eingesammelt zu werden. So. Und jetzt machen wir hier irgendwo, also da, damit es auf der rechten Seite vom Fließband ist, einen Zugang für die ganzen Drills, die jetzt hier gebaut werden. Und zwar möglichst so, dass sie die anderen nicht tangieren. Wir haben wieder irgendwo einen Angriff. Halt kurz mal die Forschung an. Oh, zerstört. Drei Türme zerstört und ein Pfosten. Nee. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Und da oben auch. Okay, 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 okay. Du setzt ihn dahin. Brauchen viel mehr von den Türmen. Woran hapert es gerade? Kohle. Gib mir, gib mir, gib mir. Kohle. So. Und setzt den ein, den wir jetzt gebaut haben. Ich hier hin im neuen Muster schon mal. Und du weg. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. So, Kohle kommt. Bau die, bau die. Oh, ist das schön mit dem Gewusel. Sehr, sehr schön. So muss das sein. Ohne das Gebiet ist es kein Factorio. So, jetzt aber die Drills hier aufbauen. Also ich wollte die Drills so aufbauen, dass sie nicht die anderen überschneiden. Also so ab hier. Ja. Da. Da. Und man der das hinzu. Oder macht den immer weiter nach unten, hat ein paar mehr Felder. Wo bist du jetzt hin? Da bist du hin.
So. Fließband. Und die müssen jetzt richtig gut abgehen, weil die hier haben ja fast gar keine. Hier Yield 10%. Die hier haben 95%. Jedenfalls für eine Weile. Das heißt, genug grünes Erz müsste jetzt erstmal durch die drei Drills schon kommen. Und dadurch werden jetzt auch die besser ausgelastet. Und das Ding hat jetzt ja durchgehend Eisen, also sollte es auch durchgehend produzieren. Und wir machen dich mal gelb. Euch drei übrigens auch. Und ihr habt immer noch keine Ärmchen. Weil ihr keinen braunen Chips habt. Ihr habt keine braunen Chips, weil... Kein Draht. Oh. Ups. Stimmt aber was. Nein. Weißt du was, wir machen es einfach erstmal so. Du, Draht. Mach das da weg. Das ist mir jetzt alles hier zu doof. Nimm das weg. Alles weg. Das ist doof und kaputt und was auch immer. Und eigentlich sollten die Bauernschiffs von hier oben doch auch reichen. Tun sie aber anscheinend nicht. Wie viel haben wir da drin? Ja, fast gar nichts. So, rote Tränke. Rote Tränke habe ich gerade abgerissen. Die muss ich unbedingt schnell wieder hier aufbauen. Ein Abstand dahin. Rote Tränke. Kupfer und Steinzahnräder. Du hättest gerne Kupfer und Steinzahnräder. Ähnchen hättest du wahrscheinlich auch ganz gerne. Na, ja, ruhig ein bisschen mehr. So. Also rote Tränke, grüne Tränke, blaue Tränke theoretisch automatisiert, bis auf halt die weißen Chips, die fehlen hier noch. Fließbänder haben wir, Ärmchen haben wir, die ganzen Holzsachen haben wir. Die weißen Holzsachen haben wir noch nicht. Nochmal mehr Fabriken. Also die Untersachen für die weißen Chips würde ich jetzt ganz gern produzieren. Das wäre das Brett da zum Beispiel. Braucht Wood und Resin. Dazu müssten wir erstmal jemanden haben, der Wood produziert, richtig? Ne, haben wir da unten, okay. Das heißt, du hättest gerne Wood und du hättest gerne... Oder was fehlt? Resin. Wahrscheinlich das Bobzeug. Da, Resin. Jo. Beschränken auf 4 Stacks. Sind die Türme langsam fertig? Nein, schade, okay. Dann kommen jetzt hier die Bretter. Die Bretter sind das Problem wegen dem Ferric Chloride. Ja, lässt sich nicht ändern. Ferric Chloride und Gold. Integrated Electronics. Das ist alles auch schon machbar. Also wir könnten theoretisch jetzt auch schon die grünen Chips bauen. Okay. Oh genau, Tin Wire fehlt noch. Copper Wire und Tin Plate. Brauch. Copper Wire. Und Stainless Steel Plate. Shiny but expensive. Okay. Ich suche Tin Plate. Nicht so viel bitte. 20. Und unbedingt beschränken auf einen Stack. Gut. Das hätten wir auch. Jetzt die ganzen Electronic-Sachen. Also, die Solder, Basic Electronic Components, Electronic Components, die Silicon Wafer und, ne, also was. Und wieder Angriff im Südwesten. Mit irgendwas komisch blinken da. Fehlt ein Repair Pack oder warum meckerst du? Stehe genau drauf. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. One objects are missing the material for... Achso. Er versucht den Turm hier zu ersetzen. Ja, nee. Die werden nicht wieder aufgebaut. Die werden anderweitig ersetzt.
So. Das heißt, hier dürfte jetzt kein Turm mehr verloren gehen. Vorerst. Blub, 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 blub. Mehr davon? Ein. Ja, bau ein. Vielleicht dupliziert er sich ja. Nö. Schade. No. Sollte schon mal ein Ticken sicherer sein. Rote Kisten. Und zurück nach da oben. Ich habe da noch so viel zu bauen. Sagen die Roboter was? Die sagen, wir sind schon ein bisschen beschäftigt gerade. Wir haben nur noch 40 Leute über. Ja, bau das da. Und bau danach denn die besseren. Mehr Fabriken? Ja, aber langsam keine Fabriken mehr. Warum bist du da im Weg? Weil wir für die Fabriken ein neues Muster hatten. Und zwar das sich überlappende Muster. Das hier. Das heißt, unser normales Muster, das außenrum läuft, trifft sich hier mit dem Fabrikmuster, das sich überlappt, und trifft sich dann hier mit dem Muster für die Schmelzöfen. Ich brauche unbedingt die 100x100 Dinger. So, wofür wart ihr jetzt gedacht? Ihr wart dafür gedacht, weitere Subkomponenten für weiße Chips herzustellen. Und auch schon mal grüne Chips. So. So, so. Das heißt, wir hätten jetzt gerne Popzeug. Anderes Popzeug. Genau, Silicon Wafer. Das ist ja relativ einfach herzustellen. Dafür brauchen wir nur die Silicon Plates. Die Plates brauchten, glaube ich, eine Flüssigkeit. Deswegen können wir das hier oben vorerst nicht machen. Aber wir müssten noch ein paar von den Plates haben. Beschränk dich bitte auf... Oh, 4 Sticks. Muss auch nicht schnell sein, weil so heavy brauchen wir sie, glaube ich, gar nicht. Und es werden immer 8 auf einmal hergestellt. Was machst du Schönes? Wir könnten Resin auch direkt aus Holz herstellen, aber so viel Holz haben wir nicht über, das sollten wir nicht benutzen. Nimm lieber hier das Solder. Solder Plate und Resin. Wobei die Solder Plates noch nicht automatisiert sind. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, auch wieder andere Schmelzöfen für. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass wir diese chemischen Alloy-Dinger da elektronisch bräuchten. Also sollte ich jetzt mal forschen. Wo habt ihr euch versteckt? Ich glaube, das war hier. Electric Chemical Furnace. Ja. Electric Multipurpose Furnace? Ja. Also der kann vielleicht dann... Also der braucht schon mal grüne Chips, das ist garstig. Aber der kann dann vielleicht die chemischen Prozesse machen und die Legierungsprozesse. Ich glaube, da gab es einen Unterschied. Also einmal hier Chemical Furnace und einmal hier Metal Mixing Furnace. Das heißt, den Metal Mixing haben wir schon auf elektronisch. Das heißt, wir brauchen noch den chemischen. Genau, den chemischen auf dem Level Research. Solar Plates und Resin. Solar Plates und Resin. Ärmchen raus. Beschränken. Du machst... Oh, sehr gut. Du machst die hier. Dann kannst du dir gleich von oben die Drahtdinger nehmen. Du machst das so und... So. Carbon brauchst du also nur noch. Gut. Carbon. Da. 100 Stück. Go. Ist jetzt nicht so viel, was wir da gemacht haben bisher. Aber es ist ein guter Anfang. Wir sollten das hier noch ein bisschen weiter nach da ziehen. Weil ich denke, der Platz bis hier an Schmelzöfen wird reichen. Weil wir stufen die auch immer noch zu MK2, MK3 und so weiter auf. Das heißt, wir hätten noch mehr Platz für die Fabriken bis nach hier und dann da nach unten. Und wir sollten in den nächsten Folgen die Basen da oben abgrasen, damit wir die Ressourcen bekommen. Weil die Angriffe häufen sich da ein bisschen.
Und natürlich dementsprechend auch weiter Türme. Nein. Weiter die Türme hier bauen. Wobei mir da gerade Stein fehlt. Ja, das ist auch noch so eine Sache, die wir hier demnächst hinbauen sollten. Die Schmelzöfen für Sonderzeug. Also für Steinziegel, für die verschiedenen neuen Metalle, die Stahldinger. Die würde ich auch ganz gerne hier mit hinhaben, damit der Platz hier frei ist für andere Sachen. Und sowas halt. Wobei das mit den Robotern langsam echt knapp werden würde. Naja, immer noch. 50 Roboter nichts zu tun haben. Das ist echt schick. Also irgendwie scheint es mit den Robotern jetzt leichter zu gehen. Was aber auch daran liegen könnte, dass ich von vornherein die MK0-Roboter übersprungen habe, die echt schweinelangsam sind. Ja, wahrscheinlich.